So. Auch das habe ich auch noch nicht gesehen. Seit dem Hinflug bin ich von Felix Passack nur gemobbt. Stimmt doch gar nicht. Ah. 9. Also wie viel machst du jetzt? 6 Liter gehen durch. Also 6 Liter? Ungefähr 300 Milliliter pro Nase sind das. Yes! Duck. Ja! Nein! Oh. Guten Tag, liebe BVB-Fans, und willkommen zu einem neuen BVB-Vlog hier aus dem Wintertrainingslager. Kurzes Intro, das bedeutet wiederum, ich nehme euch wieder mit hinter die Kulissen, werde euch das Trainingsgelände zeigen, wo wir uns ja auch gerade befinden. Oh, Sonne blendet, Wetter ist auf jeden Fall hier sehr gut. Ansonsten gucken wir einfach mal, was passiert. So. So ist die Halle hier. Yep. Ich bin sehr schnell gewöhnt. Richtige Maschine. Du denkst, dass sie. Ja. Ich bin ein alter Mann. So Gentleman, nicht alter Mann. Ein alter Mann und ein Gentleman. Thank you. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Seit dem Hinflug bin ich von Felix Passack nur gemobbt. Stimmt doch gar nicht. Doch. Ich trieb sie. Das ist kitzelt. Aber. Du hast mich aber auch fest im Arm. Aber zu recht. Eben, deswegen. Und frohes Neues habe ich ja auch gesagt. Das stimmt. Ja, das ist brillant. Die ist gleich in Nase, oder? Show me the picture. Who is Kimi? Oh, ich sehe da. Dark, right? The screen is too dark. Oh, look at. Oh, they're all so dark. So you want that sign to Yeah. That's the head photographer, by the way. Swearing like that for a picture. Unbelievable. Luca macht hier seine Übung. Das ist auf jeden Fall neu, das kannte ich bis jetzt noch nicht mit dem Tower. Alles gut bei dir? Alles gut? Alles super, ja. Bei dir? Gut, gut, gut. Sag mal, das ist aber neu bei euch jetzt, oder? Weil das, diesen Tower habe ich noch nicht gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, seit diesem Jahr kam der rein. Aber der ist geil. Ja, was er gerade zwar nicht. Was ist deine Lieblingsübung? Klimmzüge sind geil. Klimmzüge? Wie viel schaffst du? Boah, jetzt soll ich rauspowern, ja. Oder was? Du hast eigentlich nur Training, ne? Ja. Aber komm, ein paar kann ich bestimmt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10, Alter. Reichen dir 10? Auf jeden Fall. Ich schaffe nicht manchmal 2, Alter. Überragend. So, ich zieh mich jetzt an. Yes. Wir sehen uns gleich auf dem Platz nochmal. Auf rein. Ganz kurz, wir haben hier einmal Melf, unseren Ernährungsberater. Und ich habe schon gesehen, du willst gerade hier was Geiles machen. Was machst du? Es gibt jetzt die Regenerationsgetränke für die Jungs. Das ist so eine Mix aus Protein, Kohlenhydraten, Vitamine. Auch möglichst schnell wieder den Tank zu füllen. Hören wir zu haben. Also wie viel machst du jetzt? 6 Liter gehen durch. Also 6 Liter? Ungefähr 300 Milliliter pro Nase sind das. Und da brauchen wir dann doch einiges. Darf man mal was probieren? Dann darfst du auf jeden Fall was probieren. Ich sag ja, einen Vollkasten brauche ich auf jeden Fall. Komm, wir machen dir mal richtige normale Portion mit. Du hast ja, brauchst ja auch Tinte auf dem Füller. Nice. Vielen Dank. Gerne. Lass dir schmecken. Geil. Frohes Regenerieren. So, die ersten Journalisten kommen zum Training und die Chance nutze ich doch mal schnell, auch den Platz zu zeigen. Auch jetzt, wo die Sonne nochmal rauskommt. Also das ist hier Platz 1, der Hauptplatz, wo eigentlich trainiert wird. Heute allerdings nicht, weil der Platz gedüngt wurde. Das heißt, wir mussten einmal auf Platz 2 rüberweichen. Hier gegenüber würden normalerweise die Zuschauer stehen. Das wird gleich auf der anderen Seite passieren, auf Platz 2. Hier einmal die Aussicht mit dem Berg. Hier wäre dann einmal die Tribüne, wo wir halt hier immer sitzen und ja, was posten. Da drüben wären dann die Journalisten. Und mehr gibt es hier eigentlich auch nichts mehr zu sagen.
Die Action passiert jetzt gerade drüben auf Platz 2, deswegen gehen wir jetzt auch darüber. Hallo Felix! Hallo! Wie geht's dir? Sehr gut, wie geht's dir? Warum bist du aber immer so nett zu mir? Hä? Warum bist du? Ich bin immer nett zu dir! Genießt du deinen Urlaub hier? Das stimmt, ja, sehr gut hier! Ja, super! Nein Leute, ganz im Ernst, Felix und ich haben uns mega lieb. Wir machen immer gerne Späßchen untereinander. So, wir gucken uns ein paar Bilder an, wie die Jungs Autogramme geben und dann geht's nachher zurück ins Hotel, Abendessen und ja, es gibt noch eine Podcast-Folge, die wir heute mit Kai noch aufnehmen werden. Tom, schönen Feierabend. Dankeschön, wünsche dir auch nachher, ne? Bis später. So Leute, 20:45 Uhr, Abendessen ist durch. Ich laufe jetzt einmal kurz zu Karim hoch. Wir wollten noch eine Partie FIFA zocken. Da habe ich noch eine kleine Rechnung mit ihm offen. Und danach haben wir heute noch einen Podcast, was wir zusammen aufnehmen werden. Aber erstmal zu Karim. Kurz und schmerzlos. Ich mal die Revanche haben. Hi. Was geht? Ist gut? Yes. So, wir haben letztes Mal FIFA 22 gespielt, oder? Ja. Da war ein Bachlaratz. Ja. FIFA 23. Müssen wir auch ein bisschen promoten, ne? Du, ich will einfach nur gewinnen. Ja. Ich musste mir so viele Sprüche anhören, ne? Von meinen Kollegen. Hey? Ja. Aber jetzt ist es noch schlimmer. Ich hab Tele. Ja. Es gab diese Standard-EA-Kamera, ist ja wie so mitschwenken, weißt du? Ja, das neue, weißt du? Ja. Das hat mir gar nicht gefallen. Digga, ich hasse es. Also mit Ansage, ich werde das Spiel gewinnen. Ich habe geübt, ich werde mich nicht bloßstellen. Wie ging letztes Mal aus? Weiß ich nicht. Okay. Aber du hast mich gut hops genommen. Niemals. Niemals. Oh. Das war automatisch köpfen, ne? Das war einfach automatisch. Warte mal. Nein! Ja! Nein! Oh. Ausgeglichen, kann man sagen, oder? Ich würde sagen, ausgeglichen. Ah! Ah! Geil, Alter! Den kann man in dem Spiel machen? Ja, Bruder! Aber jeder Spieler oder nur er? Alle 5 Sterne. Was ist das denn? Wie geht denn der? Lass mich gewinnen. Wenn der Pass kommt, einfach L1, R1 gedrückt halten. L1. Uff, was? Du hast ihn noch. Ah! Mann! Yes! Warum hält ihr ihn nicht? Also ich würde sagen, FIFA 24. Versuchen wir es. Mach mal noch. Nächstes Trainingslager. Ich hab Hoffnung gehabt, oder? Ja. So, passt auch von der Zeit her. Ja. Runter zum Podcast. Genau, oder? Fertig. Also, grüß dich. Dann kommst du auch nochmal im Block hier rein. Guck mal, wen haben wir denn wieder hier? Miese Peter Karin. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja? Ja.
Ja, Premiere heute im Podcast. Neben mir sitzt zum ersten Mal Min. Wir sind hier der aus unserer Social Media Abteilung. Du bist als Musikmoderator dabei. Das hier? Das ist neben dir, das. Eigentlich würde ich sagen, geh in die Mitte. Man in the Middle war das. Besser? In die Mitte? Besser oder nicht? So Leute, Podcast ist beendet, der Abend ist vorbei, es ist sehr spät, wie spät? Warte, ich hab keine Uhr. Niemals kannst du üben? Es ist 22:20 Uhr. Sehr spät, deswegen kurzes Outro, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Liebe dalassen, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Karim, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke und auch, dass ich wieder eine Klatsche von dir bekommen habe. Okay. Denkt an den Podcast, verlinken wir euch alles und in dem Sinne, hey ABVB.